Entschuldigung. Achso, der Rücken hüpft doch rückwärts. Ist ja geil. So, da kann ich gleich den hinsetzen und. Ich hab so viel Zeug hier. Und da eine Schlingpflanze hin. Da kommt dann der hin. Und dann kriege ich jetzt, brauche ich noch zwei Schlingpflanzen jetzt. Das wäre nicht schlecht. Und ich versuche mal die beiden hier auszupflanzen. Moment. Ich mache hier dann die hier Dinger hin. Da kommen die, glaube ich, gar nicht mehr zu den Schlingpflanzen durch. Und die Schlingpflanze ist dann für die Wave das letzte, die letzte Instanz sozusagen. Und ich rüste mich dann hier vorne jeweils immer mit Walnüsschen auf. Oder wahlweise mit diesen Dingern. Und hier kann ich noch eine Schlingpflanze hinbauen. Uiuiui, das geht ja hier ab hier. Weiß nicht, Schmitzkatze. Obwohl ich Schmitzkatze nicht kenne. Ich weiß nicht, wie Schmitzkatze abgeht. Ich hoffe genau so. So, noch ein Walnüsschen. Hier noch ein bisschen davon, dann kriegen wir noch hier eine hin. Oh mein Gott, wir sind so crazy einfach nur. Obwohl mir da unten jetzt gerade so eine Pflanze fehlt, wenn ich es genau überlege. Aber die haben wir jetzt auch gleich. So, da ist sie. Stopp. Lass mein Walnüsschen in Ruhe. Das hätte nichts getan. Günther. So, da. Hier. So, dann noch ein Walnüsschen. Wo ich sehe gerade, da haben wir gar keine Schlingpflanze mehr. Oh mein Gott, wir haben keine Schlingpflanze mehr. Nein! Das könnte unser Ende bedeuten. Die stoßen sicher zu uns durch. Aua. So, dann würde ich sagen, sind wir gewappnet auf jeden Fall. Wir können jetzt maximal hoffen, dass dann noch mal hier. Dass irgendwie noch ein paar Nüsschen kommt oder so. Genau, das war ein Nüsschen, habe ich gemeint. Und ansonsten sind wir komplett gewappnet. Da noch eine Schlingpflanze hin. Wer will uns bitte jetzt noch was tun? Ich kann ja aus lauter Spaß an der Freude einfach mal hier noch so einen hinsetzen. Und wenn wir noch ein Lilypad haben, kann ich das gleich nochmal machen. Stehen wir hier hin. So, jetzt sind sogar unsere Schlingpflanzen noch geschützt. Aber muss sagen, das geht ja hier echt ab. So, die guckt leider ein bisschen angeknabbert hier. Ich glaube, ich werde die gleich mal verarzten. Nachdem ich mich hier selbst verarztet habe. So, kommt nochmal so ein Ding hin hier. Lass beide Pflanzen in Ruhe. Böser Zombie. Stopp! Mensch, machen wir mal den weg da. Und noch ein Walnüsschen hin. Ja, wenn das mal nicht eine Defense hier ist. Oh mein Gott. Walnüsschen, los, stirb, los, ja. Jetzt kommt die Zombie Wave. Und wir wissen gar nicht, was wir tun sollen, weil wir so wenig Zeug haben. Da noch eine Schlingpflanze hin. Da kann ich noch 10 hier hin. Wie ist denn jetzt die da bitte? Achso, ach, da kann man ja noch hoch. Verstehe. Cherry. So. Ist wirklich schwer gewesen, das Level. Muss schon sagen, ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich hier vor lauter Langeweile nicht einschlafe. So, Schlingpflanze. Oh mein Gott, die haben das Blatt aufgefressen. So. Ich wusste ja, wie ich so viel Zeug habe, mehr auf das Geld konzentrieren. Als auf die Dinger hier, weil sonst wird das nicht. Also bin mal gespannt, was wir von dem jetzt hier bekommen. Ich könnte die Sherry-Bombe noch aktivieren, wenn ich sie noch schaffe. Sonnenmäßig natürlich meine ich, weil ich habe so wenig Sonnenenergie.
Schlüssel? Wieso hat der Zombie einen Schlüssel bei sich? Ja. Now you can visit Crazy Dave's Shop. Ach, verstehe. Überall Zombies, alles mögliche und der Typ hat einen Shop. Hm, ja genau. Hey, you found my car, okay? Oh, yes, I found. You know what that means? Ja, ich weiß nicht, was das meint. Crazy Dave's Tinky Dinkies is open for business. Oh my god, Crazy Dave! Have a look, see if you can... Ein neunter Slot kostet 20.000. This pool cleaners... at... Was? Dieser Pool-Sauberer... at ein extra line of... defense on levels? Also in Pool-Leveln kriegen wir eine extra Linie zur Verteidigung, also so, ah, das ist auch nicht schlecht. This Garden Rage takes out the first zombies, except on a... It lasts for 3 levels. Ich kauf's einfach mal. Okay. Und dann kriegen wir hier noch Erweiterungen, obwohl ich sagen muss, dass mir... Plant this on your sunflowers to turn them into the sunflowers gift. Das ist recht interessant. Da kriegt man, glaube ich, noch schneller unsere Energie dann fertig. Aber ich habe gerade noch nicht so viel Geld. Ich probiere erstmal das nächste Level. Will mal gucken, was diese komische Hake jetzt macht. Oh, funny things about the zombie process. Some things it makes and come out real little. Real little and real me. Defend your shines. Da liegt jetzt eine Hake, ist das so ernst? Das will ich sehen, geil. Bam! Aua. Geil. Cool gemacht. So, hier mal die. Das sah jetzt geil aus. Bam, durch. Es geht 3 Level jetzt, oder wie? Oder habe ich die länger? Warum sind die jetzt eigentlich so klein? Stand zwar da, dass die klein sind, aber warum sind die so klein? Oh, nicht so einer. Nee, du, heute nicht. Wollt ja meine Sherry-Bombe noch einklammern. Glaube ich ja nicht. Oh, die sind so klein, weil mehr davon kommen, verstehe. Die verkraften also auch weniger wahrscheinlich, aber die Masse macht es dann halt. Ja, ich hab zwar Lilipads, aber da steht nichts drauf, Leute. Ich bräuchte mal... Oh mein... Sehr schön. So, wir haben Lilipads nach hinten und, wäre ganz cool, ich wäre ganz froh über ein paar P-Shooter, genau. Oh, Lilipad. Eine Walnuss. Lass meine Walnuss in Ruhe. Natürlich auch cool, Masse ist ja auch richtig so, also richtig so ist natürlich jetzt relativ gesehen, aber im richtigen Leben, da kommen auch nicht nur 20 Zombies auf dich zu, wenn das mal passieren sollte. Da kommen dann schon 500. So, eine Walnuss noch. Ein Lilipad noch. Oh mein Gott. Noch ein Lilipad. Eine Walnuss. Ey, verschwinde. Noch eine Walnuss. Lass die Walnuss in Ruhe. Jo, der ist tot, okay. So, der verreckt jetzt gleich mal, der da hier kommt, stirbt. Juhu! Und? Juhu! Yeah, das klappt doch ganz gut hier. Wir sind vor allem gleich bei der Final Wave und das sieht immer noch so billig bei mir aus, ja? Schlimm. Ne, jetzt heb ich mir auf. Die schaffen wir ja, die paar hier. So, da noch eine Walnuss hin. Die zweite Sherry-Bombe, die nehme ich. Yes.
Explode More Achievement. Da habe ich wahrscheinlich ganz viele Zombies auf einmal explodieren lassen. Cool, dass es ja auch Achievements gibt. Das finde ich ganz geil. Muss ich mir nachher mal angucken gleich, wie das so aussieht. Hui! Hui! Und noch eine zweite Walnuss. Dann haben wir noch zwei Cherry Bombs und gleich kommt die Final Wave. Das sieht ja ganz gut aus, vor allen Dingen, wie unpräzise ich meine Pflanzen überall gepflanzt habe, gerade so, wo es mir gerade gepasst hat.